Hallöchen, wir machen mal wieder was ganz Neues, was aus dem privaten Leben. Und zwar, ich habe vier Sorten Energy Drink. Ich zeige euch die mal. Flying Horse. Den originalen Red Bull. Entschuldigung für die Werbung. Effekt. Und Take Off. Und aus diesen vier Sorten müssen MacGyver, die Roma und Fox den Red Bull rausschmecken. Wir machen, fangen mal an. Dazu habe ich mir bereiten wir uns die Gläser hier vor. Das war jetzt der. Ich lasse die auch gleich noch mal hier alle stehen, damit sie noch mal gucken können, welcher das ist. So. Der Rest kann getrunken werden. MacGyver sagt und Fox sagt, das ist ja einfach. Wir gucken uns das mal an, ob das wirklich so einfach ist. Jetzt kommt der. Wir schieben das alles mal. Boah. Voll die süßen Dinger hier. Voll. So. Und unser letztes Gläschen ist natürlich so. Ich habe sogar noch ein Glas separat gestellt, falls jemand nachspielen möchte. So. Da schreiben wir jetzt noch mal die Zahl drauf. So. Ist richtig rum. Und die Nummer. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir fangen mal an. Ihr dürft kommen. Dazu haben wir erstmal so ein kleines Zettelchen fertig gemacht. Da ist MacGyver. Da ist Fox. Und die Roma. So, ist mir egal, Ja. wer anfängt. Ihr Ja. dürft. Das wird ja interessant. Ja, Hier sogar noch ein Glas zum Nachspülen, falls jemand was braucht. Ach, jetzt gibt's Glas zum Nachspülen. Da habe ich keinen gekriegt. Bei der Kuh, bei der Cola nicht. Ja. Also laut Geruch habe ich. Ich hab's. Laut Geruch habe ich's schon. Ja, du sagst, du darfst aber nicht erzählen. Ne? Darf man es riechen? Natürlich darfst du es riechen. Ich kann mir das aber gar nicht so schwer vorstellen. Naja, eine ganz Seite ist auch nicht. Also. Ja, es war sehr geruchsintensiv alles zusammen. Hä? Ich rieche jetzt auch noch. Der riecht sehr energy. Riecht sehr doll nach Energy, ja. Auf den Zetteln habt ihr auch jeweils die Nummern drauf, welche Nummer welches Glas ist. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich glaube, ich habe es wirklich. Das ist super einfach. Ich habe noch die Tauchen, du? Ja. So, ich hab keine Nummer drauf. Ich noch Nein, die da. Auf diesen roten Zetteln ist sozusagen die Nummer drauf. Glas 1, 2, 3 oder 4. Ich habe meins. Mach mal. Da darf ich ja nichts sagen. Also ich weiß nicht, welcher das nicht ist. Ja.
Das ist ja Apfelschade, glaube ich. Das ist keine. Das ist alles Energy Drink. Naja. Eins schmeckt aber ganz anders als Energy überhaupt. Das war jetzt bestimmt der Take-Off. Der war jetzt nicht so süß. Achso, ich darf ja nichts sagen. Das ist ja dein Geschmack. Du darfst nur nicht sagen, welche Nummer du da ungefähr hast. So, einen schalte schon mal aus. Das ist gar nicht so schwer gewesen, ne? Was ausschalten ist gar nicht so schwer. Du glaubst auch, dass du schaffst, ne? Kann ich mir vorstellen. Ah, das ist schwer. Bei zwei Sachen. Sind da Sachen, das was gar nicht nicht auf. Wie gesagt, ihr sollt ja nur den Red Bull rausschmecken. Also ich denke, Red Bull und Flying Horse sind sehr geschmacksgleich. Mhm. Denke ich mal. Ach, ich bin gespannt, welche von den Sorten ich bei, also hallo. Die ich meine, ich gleich schmecken. Bin ich gespannt. Okay. Sag mal deine Meinung. Jetzt darfst du auch. Ja, wir haben ja schon aufgeschrieben. Jetzt darfst du quatschen. Das riecht ganz anders. Was ist denn das? Ein Energy-Trink. Also ich gebe zu, da denke ich, das ist so ein Take-Off. Das? Ich denke mal, das ist Take-Off. Oder das könnte Flying Horse sein. Das habe ich ewig nicht getrunken. Ich glaube, das magst du damit dann nicht. Jetzt haben wir das letzte. 3 und 4 schmeckt ja gleich, ne? Ja. Bin gespannt, was riecht denn so an wohl ähnlich. Also meine Idee. Das haben wir da erstmal. Mhm. Ja. Meine Idee war zwischen war Red Bull zwischen 3 und 4. Ja. 3 und 4. Auch 3 und 4. So, okay. Wir lösen mal auf. 3 und 4. Die Roma schätzt die Nummer 3. Ich habe 3 aufgeschrieben. Fox sagt Nummer 3. Und MacGyver sagt Nummer 3. Erstaunt. So, Glas Nummer 1 ist das Effekt. Das hab ich mir gedacht. Ich auch. Ich wusste, dass es Effekt ist. Da sage ich, das ist Take-Off. Das war aber irgendwas Ekliges. So, die Nummer 2 war Flying Horse. Flying Horse ist das, was so komisch schmeckt. Alter, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das hat nach irgendeinem komischen Saft geschmeckt. Ja. Und jetzt Nummer 4, 3 lassen wir mal aus, ist Take Off. Das heißt, Nummer 3. Ja! Ist der Red Bull. Das heißt, es haben alle 3 das richtig gemacht. Aber Wahnsinn, dass Take Off und Red Bull so wahnsinnig gleich schmecken. Aber Freunde, ich bin jetzt hier auch ein bisschen auf Farbe gegangen. Der ist ein kleines bisschen dunkler als der hier. Kleines bisschen. Ich bin mehr auf Geruch gegangen. Ich habe auch Geruch. Ja, auf jeden Fall, die haben das geschafft. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Und viel Spaß noch.